Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty, sind liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und es ist vielleicht ein bisschen laut im Hintergrund, denn es wird im Prinzip die Straße aufgerissen. Aber wir sind auf EU6, dem wahrscheinlich letzten Video von EU6. Denn, mein Projekt neigt sich langsam dem Ende zu. Am Wochenende war ich jetzt leider weniger online als gedacht und habe dadurch ein kleines Problem bekommen. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Unterwelt mittlerweile freigeschalten und haben auch mit dem 25-Euro-Paket für die Unterwelt den Gladiator drin auf 6 gepusht. Ich könnte im Prinzip eigentlich noch das Bro-Pack holen, möchte ich aber eigentlich ja auch wiederum nicht, denn ja, das Projekt neigt sich ja dem Ende, wie ich schon formuliert habe. Und das Problem, was ich aber hatte, dadurch, dass ich nicht gespielt habe, ist, Festungsressourcen anzusammeln. Ja? Also Festungsressourcen anzusammeln kann man natürlich nur schaffen, wenn man auch in der Festung angreift. Und dadurch, dass es da relativ ruhig war, sind mir diese Ressourcen, ihr könnt es sehen, relativ abhanden gekommen. Ich habe heute sogar schon auch Glücksrad und so alles gespielt. Das heißt, ich konnte noch nicht überall neue Steine einsetzen. Und diese Steine bringen natürlich Werte, die ich brauche. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auf diesem Level 192 sitzen geblieben, denn der Soul-Klumpen, als Endgegner, hat ganz schön reingehauen. Wir haben ja kein Epic-Event mehr, dies, das, jenes, Ananas. Und ich hatte mir dann im Prinzip so eine neue Waffe geholt. Die hat eine gute Durchschnittsschaden, dies, also kein Problem. Haben auch einen guten Stein reingeömmelt. Trotzdem war die Prozentchance, den jetzt zu schlagen, relativ niedrig. Ich hätte es schaffen können mit viel Versuchen, aber wir haben noch einen zweiten Weg aber gefunden und ihr könnt ja schon sehen, ich habe hier eine Epic-Waffe bekommen, die ist aus dem Tower gekommen. Der Tower bringt ja Gott sei Dank Items, die auch für den eigenen Char in der Lage sind. Ich hatte das Glück, direkt mit Besiegen des Zinnsoldaten diese Waffe zu erhalten und das ist natürlich gegen einen Magier echt Gold wert. Ja, die hat jetzt nicht so eine fette Rechts-Raus-Spanne, aber ich würde mal behaupten, wenn ich die jetzt einsetze, und das machen wir jetzt auch, in die das hier reingehe, dann mir das Ding wiederhole, Gem Extraction, ja, hier gehe ich jetzt mal auch plus 10, ich glaube nicht, dass ich noch großartig eine Waffe, obwohl, ja, wir können auch hier, sag ich mal, geringer bleiben und machen hier woanders dann plus 10 oder so. Moment, hier bin ich bei 8, hier bin ich bei 11, hier bin ich bei 10, hier bin ich auch bei 10, 10, 5, okay, machen wir hier mal auf 10, ja. Wenn wir uns das jetzt reinziehen, hoffe ich, dass die Wahrscheinlichkeit ein bisschen besser aussieht. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Ja, und so sieht die Wahrscheinlichkeit jetzt aus. Vor war es 0,16 bis 0,18%. Es ist natürlich klar, dass wir eigentlich ein bisschen mehr Geschick bräuchten, ein bisschen mehr Power. Aber die entsprechenden Steine zu finden, ist immer gar nicht so einfach. Und dementsprechend können wir jetzt hier zwar jammen und ja, ihr seht's, ne? Da bekommt man dann halt solche Steine, aber die Kette können wir mal trotzdem mitnehmen. Strange and Constitutions passt mir. Ja, da man natürlich auch in der Schattenwelt versuchen kann, Dinge zu lösen. Aber das ist auch nicht so einfach, weil auch dort wiederum ein Magier liegt mit der Banshee. Ja? Und ich habe den Bertram zwar jetzt einen Ticken verbessert, aber die Chancen sind halt auch nicht sehr, sehr hoch, ja, muss man so sagen. Also für so ein Projekt ganz wichtig, dass wir hier halt weiterkommen gegen den Soul-Klumpen, ne, wie ihr sehen könnt. Denn danach kommen keine Magier mehr. Hier 3,1%, 1,54%, 1,32%, 0,76%. Also selbst der Beelzebub ist jetzt genauso schlagbar. Und das sind die Level, die ich brauche, um über Level 200 zu kommen. Ganz klar. Ja. Und da wollen wir reingehen. Und das Projekt damit schon mal in die Wiege legen. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass es läuft. Einfach hoffen, dass es läuft. Und währenddessen, ja, perfekt. Perfekt. Und ein neues Epic bekommen, ein extra. Das, ja, bräuchte ich noch nicht mal zwingend auf dem Main-Chart tatsächlich. Hier habe ich gar keins. Aber bei der Kundentunte sieht es am besten aus. Schön. Gefällt mir. Ja, an der Stelle erstmal auch vielen Dank. Nochmal an das Königreich. Die Gilde ist wirklich gut unterwegs. Sie haben auch gefragt, dadurch, dass ich auf der einen Seite ein bisschen inaktiver war als geplant, die brauchen halt auch Platz. Ja. Und ich will denen den Platz geben. Ritter alle 10 hatte ich ja geschafft zum Wochenende, aber ansonsten brauchen die natürlich auch die Char-Stärke. Und dadurch, dass ich halt nicht geskillt bin, fehlt mir auch die Char-Stärke. Und
Wie gesagt, ich beende dann den Server einfach 2-3 Tage eher, als ich ursprünglich geplant habe. Aber das mache ich gerne. Trotzdem unterstützt mich die Gilde ja echt. Also ich kriege 300 Steine, weil die Ritterhalle halt auch gut gepusht ist. Wir haben hier schon 8% Schadensbonus drin. Das ist echt nicht schlecht. Hätte ich nicht erwartet, dass die Gilde wirklich so gut unterwegs ist. Ja, wenn es den Einer-Bug nicht geben würde, ja, warte mal, man kann auch, glaube ich, 30 eingeben und dann, ja, aber selbst wenn man hochscrollt, ne? Also man sieht, dass einige Spieler hier wirklich top unterwegs sind in der Ehrenhalle. Das war auch nicht so abzusehen, für mich zumindest. Ja, Blackout, Heroes Voice, das Königreich, das sind auf jeden Fall die drei Gilden welche. Und ja, ich werde natürlich trotz meines Urlaubs mir den Server dann irgendwann nochmal angucken. Aber jetzt können wir halt auf jeden Fall weitergehen. Auch selbst im Dämonenportal könnte ich noch angreifen. Das können wir wahrscheinlich auch machen. Aber ja, wir nehmen jetzt erstmal die Dungeons mit. Lustig, dass der Scourge mehr Tries braucht als der blöde Magier, ne? Das ist wieder Wahrscheinlichkeitsunwahrscheinlich, ja. Oder habe ich irgendwas übersehen? Nee, habe ich nicht. Also, naja, egal. Ist wurscht. Ein paar Pilze habe ich noch drauf auf dem Char, so ist es nicht. Ja. Auf der Zielgeraden muss es ja immer noch mal zu einem kleinen Boxenstopp kommen. Und, ja, den sollten wir jetzt erledigt haben. Meistens gehen dann die nächsten Dungeons dann relativ straight. Also wir waren bei 1%, ne? Glaube ich, beim Hellhound. Das sollte jetzt also auch nicht viele Tries bedeuten. Und das ist das Schöne an dem Dämonenjäger. Ich habe jetzt letztes Video gesehen vom Raidboss. Numu natürlich auch mit der Frage, ist der Dämonenjäger zu stark? Ich sag mal, vorher hat sich die Frage nicht ganz so gestellt, bevor der Berserker genervt wurde. Aber die Sache halt beim Dämonenjäger ist natürlich, dass er ja eh schon gegen den Magier seine Resistenzen hat. Wir haben die 200 geschafft, sehr geil. Ja. Ich meine, für so ein Projekt, ne, würde ich sagen, bitte ändert den Dämonenjäger jetzt nicht mehr. Und klar ist, dass er im PvE echt stark ist. Im PvP ist er auch nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, dass es gerade in der aktiven Sparte halt auch heißt, man kann immer einen Fight gewinnen, aber es kann halt auch oft sein, dass man im passiven Bereich auch Fights verliert. Also ich würde bei PvP-Tierlist immer auch ein bisschen, man sollte auch bewerten, wenn man jetzt aktiv angreift und 100 Versuche gibt, ja, selten wird man passiv 100 Mal angegriffen. Und das ist so, man müsste also die Wahrscheinlichkeiten eigentlich auf geringere Simulationen setzen. Und dort habe ich das Gefühl, dass passiv der Dämonenjäger halt auch nicht so stark ist. Aber es ist halt immer, ja, es ist halt wie es ist. Wenn er sich wiederbelebt, ne, wird es schwer, den zu besiegen, wenn er sich nicht wiederbelebt. Und so könnte man vielleicht im PvP tatsächlich sagen, dass man das dort nochmal speziell einen Ticken runtersetzt für beides. Also aktives Angreifen und passives Angreifen. Ansonsten finde ich, sollte man den jetzt nicht zwingenderweise nerven. Es macht natürlich schon Spaß, wenn man so ein PvE-Dungeon-Klasse hat. Aber ja, auf dem Server jetzt hier, ach, Alter, also das mit der Ehrenhalle, das nervt extrem. Sieht man natürlich, dass hier viele Dämonenjäger dabei sind. Aber nicht nur, selbst hier auf dem Server sind es nicht nur Dämonenjäger. Auf EU5 haben wir viel weniger Dämonenjäger im Verhältnis oben gesehen. Der Kundschafter hat ja im Prinzip fast die gleichen Stärken, also vor allen Dingen, wenn es im Licht-Dungeon geht. Im Schatten, also, da ist der Unterschied nicht sehr groß. Es sind zwar die Prozente teilweise im PvE, die niedriger sind für den Kundschafter, aber ansonsten ist es im Prinzip das Gleiche. Und ja, wir sehen auch hier ein paar Krieger, die echt nicht schlecht unterwegs sind. Also es ist nicht nur der Dämonenjäger und er wird nicht komplett dominiert und auch im Gildenbereich, ne? In Gildenfights ist der Dämonenjäger auch nicht zu stark. Ja, definitiv nicht. Also das sollte man nicht halt nicht vergessen. Deshalb hoffe ich nicht, dass der genervt wird irgendwie. So, machen wir noch den Base-Boss. Ja, ich bleibe mit dem höheren Level, steigt auch die höhere Chance. Gehen wir nochmal ein paar Tries rein und dann müssten wir Level 206, 207, ich schaue halt mal wahrscheinlich, dass ich dann noch im Twister ein bisschen was mache. Vielleicht schaffen wir Level 210. Ja, ich denke, mit 210 kann man dann getrost auch sagen, ja, Projekt erfolgreich beendet. Wir gucken uns gleich nochmal an, wo die Leute gerade in der Unterwelt stehen. Wenn wir den besiegt haben, wir hatten schon knappe Versuche. Ach ja, eins muss ich mir natürlich noch angucken. Die Fights muss ich mir auch noch angucken.
Haben wir hier einen Versuch dabei, wo ich mich fünfmal oder mehr wiederbeleben musste? Das würde ich auch nochmal gerne wissen wollen. So, das Epic hier, das ist ganz hübsch. Sehr gutes Upgrade. Sehr, sehr gutes Upgrade sogar. Ja, gehen wir rein hier. Und habe ich hier noch was in der Toilette? Ne, habe ich schon durch. Ja klar, neue Dungeon, 13. Stock ist auch am Start, aber die Chance will ich mir jetzt nicht angucken, um ehrlich zu sein. Wir wollen uns mal die Fights noch anschauen. Die Fights, die letzten Fights der Dungeons. Also den Magier lassen wir mal weg, ne? Obwohl, doch, gönnen uns den mal schnell. Was haben wir für einen Crit gemacht? Haben wir nur gekrittet? Ne, es gab auch einen Nicht-Crit, das war ein fetter Crit. Ja, schön, 2 Crits, sehr geil. So, wie oft haben wir uns wiederbelebt? Einmal gegen Scourge. Zweimal gegen Scourge. Dreimal gegen Scourge. Wiederbelebt. Dreimal. Also die meisten Dungeons bis dahin hatte ich auch dreimal. Ich hatte einen, wo wir viermal uns wiederbeleben mussten. Das war aber wirklich ein ganz schlecht. Also es war krass. Der ist nur ausgewichen halt im Prinzip, der Gegner. Und dadurch war es notwendig. Der Hellhound. Da haben wir einmal wiederbelebt. Zweimal wiederbelebt. Dreimal wiederbelebt. Viermal wiederbelebt. Kaum Schaden gemacht in der Runde. Man sieht es ja immer so schön. Oh, beim Hellhound. Fünfmal. Fünfmal ist bisher das Maximale von allen Dungeons. Sechsmal. Sechsmal wiederbelebt. Der Hellhound ist der Dungeon. Also als ich ihn angegriffen habe mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit, aber der, wo ich mich sechsmal wiederbeleben musste, damit ist es der krasseste Gegner für mich gewesen, hat die meisten Revives gebraucht. 5 war bisher das Maximum. Jetzt ist die Frage, wird der Hellhound nochmal geschlagen? Vom Führer's Heap. Einmal. Zweimal. Aber schon ein bisschen Schaden gemacht. Das sieht wahrscheinlich nicht danach aus. Ne. Ja, es ist halt bei Scouts. Ne, Scouts sind im Prinzip nicht schwerer, aber die Fähigkeit ist halt stärker. Dadurch ist es vielleicht selber notwendig, sich mehr wiederzubeleben. Also Devil's Advocate, schauen wir auch mal rein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, immerhin auch viermal. Also ich hätte es jetzt nochmal klassifizieren müssen zwischen Kriegern. Oh, auch fünfmal Devil's Advocate. Oh, der haut mich rein hier. Der haut richtig rein. Devil's Advocate. 7-mal. Habe ich mich jetzt verzählt? Nein, das war doch 7-mal, oder? Einmal. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Hä? Nicht doof? Was? Einmal wiederbelebt. Zweimal wiederbelebt. Dreimal wiederbelebt. Viermal wiederbelebt. Fünfmal wiederbelebt. Sechsmal wiederbelebt. Siebenmal. Ich weiß nicht, warum ich gerade gedacht habe, doch nur fünfmal. Ich habe mich wahrscheinlich, ich habe zu schnell geskippt. Also 7-mal haben wir gerade vom Hellhound gesprochen. War es doch The Devil's Advocate. 7-mal wiederbeleben. Also hinten raus kackt die Ente doch nochmal am meisten, wie es aussieht. Gehen wir auch nochmal hier rein. Jetzt, wir skippen einfach gar nicht, sondern gucken nochmal, was hat denn der Beelzeboss mit uns gemacht? Einmal wiederbelebt. Zweimal wiederbelebt. Dreimal wiederbelebt. Ja, da waren es nur 3. Ja, es ist halt krass, ne? Vor allen Dingen, man hat ja weniger Leben nach dem Wiederbeleben. Wenn dann der Gegner gleich wieder angreift und einen Crit ballert und man schon wieder kaputt ist, ist klar. Ja, so groß ist die Spannweite vom Dämoniker im PvE-Bereich. Das finde ich aber eben, wie gesagt, ganz nice. Nicht zuletzt auch wegen dem Projekt. Das heißt, die Dungeons, die ich besiegen wollte, habe ich besiegt. Bin jetzt Level 206. 210 ist vielleicht drin, aber Larissa auf EU6, Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht ihn jetzt in die Friendlist. Also, wenn der Typ nackig ist, ja, ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ich nackig bin. Ja, na gut, ich habe noch kein alter Ego, aber ist ja wurscht. Ja. Zack, 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 zarab, so. Ja, so ungefähr, plus die Tränke gehen auch noch verloren, ja. Also die baller ich jetzt noch nicht raus, ich will ja noch im Twister auf Level 210 kommen, also ein paar Lebenspunkte. Und wenn ihr mich angreift, sagt mir mal bitte, mit welchem Wächter, mit welchem Keeper
in der Unterwelt ihr mich angegriffen habt, also wie stark euer Keeper hier ist, auf welchem Level, ne? Man kann ihn dann leveln durch die, durch den Room for Keeper und halt auch durch das Level selber. Ich mach's mal hier, man sieht es dann jetzt erst genau durch die einzelnen Upgrades, ja. Das würde mich mal auch interessieren. Und ja. Ja, das muss ich hier nochmal einwerfen. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Ja, ich bin jetzt gerade schon Level 208, aber hey, Underworld, ne? Das wollten wir uns nochmal angucken. Da ist übrigens dieser Bug nicht drin, ne? Also mit diesem Level 1. Im Moment sind die Leute bei 64 Ehre. Das heißt tendenziell. Tendenziell haben die jemanden angegriffen, der Level 63 ist oder so. Also für die, die es auch noch nicht verstehen, die Ehre in der Unterwelt ergibt sich anhand des Levels des Spielers, den ihr in die Unterwelt zieht. Ja, und wenn ihr also da am Level oder in der Ehre steigen wollt, müsst ihr Spieler mit höheren Level angreifen. Das ist der Grund, warum ich für euch vielleicht eben sehr lukrativ bin, weil es wird wahrscheinlich keinen lukrativeren geben, der dieses Level hat, den man relativ einfach in der Unterwelt schlagen kann. Und da hoffe ich jetzt eben wirklich, dass ich da jetzt die nächsten 5, 6 Monate für viele Spieler von euch da sehr interessant bin. Ne? Das ist so, das ist der Hintergrund gewesen. Offiziell ist das mein Abschied auf EU6. Ich bedanke mich bei allen, die den Weg mitverfolgt haben, auch wenn es nicht immer ein Video dazu gab. Es war aber auf jeden Fall sehr cool. Wird auch nicht der letzte Server gewesen sein, den ich so spiele. Vielleicht, ja, man könnte zwar sagen, ja, man könnte auch mit anderen Klassen das gleiche Projekt machen, aber das Ding ist einfach, das Ergebnis ist ja im Prinzip das gleiche und es kostet einfach nur viel mehr Pilze. Ja, und da muss ich auch überlegen, ob ich das machen will, ne? Also, es bringt ja nicht so viele Punkte. Klar, ich weiß nicht, ob der Dämonenjäger passiv noch schwieriger zu bespielen ist für den Keeper als der Berserker, aber ich glaube eher gesagt, dass es nicht der Fall sein wird. Aber wie gesagt, da kommt es auf euch drauf an. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein paar Level, wie gesagt, mache ich noch. Ich würde sagen, ich wünsche euch was. Haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti.